Willkommen zurück zum Margaret Wii Custom Track Grand Prix Evolution. Wenn man weiter, nicht im Bob-Om Cup, sondern im Powerblock Cup. DS Figure 8 Circuit. Die Achterpiste vom Nintendo DS. Schöne Strecke war das damals, aber nicht so viel passiert. Also beginnen wir. Und mit dem, wie heißt's, mit dem Bewertungen über die Strecke, also die Noten. Werde ich erst wieder anfangen, wenn wir die 8 Cups nachgeholt haben. Dann fange ich mit den Strecken an, die ich noch nicht bewertet habe. Und generell noch nie mit euch im Let's Play gefahren bin. Gut, dann beginnen wir mit dieser Strecke hier. Ich bin zuversichtlich, dass wir die als erste heimfahren werden. Es gibt da so ein Update, das, wo man da so ein Update. Das ist noch in der Beta-Version, aber gibt es ein Update, wo man so schneller fahren kann. So höheres Speed halt kann, ha? Und da habe ich gesehen in einem Video von MrBean35000VR, dass er Maximum Speed 1,5 multipliziert hat, also dass es 1,5 mal schneller war, wie ich jetzt hier fahre, deswegen ist dann die Strecke schneller, wenn man dieses Update dann hat, also man kann sie schneller fahren und dauert auch nicht so lange, denn die Strecke war beim DS ziemlich kurz, 1,32 war mein Rekord, oder 1,25, weiß es gar nicht mehr. Wiffer 1,1 irgendwas war es. Da es ja auf die 2 Minuten zugeht, diese Strecke, sollte man dieses Max, dieses Speed Update da schon durchführen. Jo. Also der Retro Cup hier beginnt mit keiner schlechten Strecke. Es passiert halt nichts, aber das kann man dem Streckenersteller für CTGP, CTGP, also Custom Track Grand Prix, nicht böse reden und wir werden noch erster. Gut, also knapp 2 Minuten das Rennen hier, ein bisschen zu lang, aber ansonsten relativ gut. So, Peach und Rosalina ganz unten und wir machen weiter im Retro Strecken Cup mit der Strecke N64 Yoshi Valley. Jawohl! Ich hatte zwar die Nintendo, die 64er Version von Mario Kart Dingsbums nie gespielt. Aber ich denke und weiß auch, dass Yoshi Valley eine sehr gute Strecke ist. Muss man ehrlich sagen, auch gut importiert. Ich habe sie mal auf dem N64 gesehen. Let's Play halt. Und ja, das ist schon ziemlich gut, was da gemacht wurde. So, dann wollen wir mal loslegen. Bowser mit einer Karre. Aha. Wir werden so viele Wege wie möglich zeigen, also ich. Ich werde erstmal den Weg ganz links außen wählen. Es sollte auch nicht runterfallen, ansonsten war es das mit dem Weg links außen. Aber der Weg links außen, sieht man schon hier, ist nicht so brillant. Fünfter. Man startet als erster in den Weg und kommt als fünfter wieder raus. Beim N64, glaube ich, war es so, dass man die Platzierung dabei nicht gesehen hat. Wenn man die Strecke gespielt hat. Das... Dumm halt. Das ist schade, dass man das jetzt hier sieht. Aber kann man halt nicht einsetzen, ne? Ja, startet als zwölfter, genau. Pixelstarter. Ja, toll. Hier kriegt man auch nur Pilz und Sterne als Item. So. Das Yoshi-Ei hier wird ersetzt durch einen Cat-Nut. Wollte gerade Kugelwilli sagen, aber nee, da bin ja ich selber. So. Mit einem Fail beenden wir die erste Runde. Ansonsten ist die Strecke so 1 Minute 40, 15 lang. Wenn ich mal behaupten. Also kommt hin, denke ich. So, dann nehmen wir den nächsten Weg, insofern es möglich ist. Warum soll es nicht möglich sein? Und zwar
Gehen wir jetzt rechts rum. Ganz rechts rum. Und ich denke, mit dem Weg werde ich hier Probleme haben. Und den sollte man wirklich nicht nehmen. Wisst ihr, wo man da alles fährt? Da fährt man einmal alles. All in one, weißt du? Dann ist man wieder hier. Und der ist halt nicht so vorteilhaft. Ob das 10? Einen Weg werde ich dann euch noch zeigen. Und jo. Der wird dann auch der schnellste sein. So wie ich das jetzt auch mache. Damn you! Ich habe die Position schwanken ja auch schon. Roter Panzer auf Platz 7. Dann kriegst du auf Platz 3 oder auf Platz 2. Immerhin habe ich jemanden damit getroffen. Ich will mal einen blauen Panzer haben, mein Gott. Ist das denn so schwer zu verstehen? Als Achter bekommt man eigentlich immer einen blauen Panzer. Oder? Killer-Item, sage ich dann noch. So, das war wirklich eine lange Runde. Dann wollen wir das mit der kürzesten jetzt abschließen und hoffen, dass wir damit auch auf Platz 1 kommen. Aber ich denke mal, die Gegner sind nicht so dumm, weil die kennen sich in der Strecke ziemlich gut aus, denke ich. Es gibt ja auch nur 3 Wege hier. Und dann muss man geschickt sein, wissen, wo es lang geht, denn hier geht's lang. Telefon Returns, meine Freunde. Ah, da hat jemand Blue Shell gehabt, das ist gut. Dann können wir noch aufholen. Jawohl! Hä? Warum hat es Donkey Kong abbekommen, wenn Bowser dort vorne ist? Jetzt wird's creepy. Zielen, perfekt! Nein! So knapp. Aber wir können ihn noch kriegen. Denn er wurde jetzt von dem Blooper geholt und die Gegner sind halt nicht immun gegen den Blooper. An sich ist Yoshi Valley eigentlich eine gute Strecke, aber sie dauert zu lang. Ja, es gibt ja verschiedene Wege, aber ja. Ich weiß nicht, wie es auf dem N64 war. Just don't ask me. Und dann können wir weitermachen. Telefon Returns, wer war denn das jetzt? Meine Mutter! Ha! Nein. In diesem Sinne, DS war Luigi Pinball. Auch schon wieder vom DS. N64 Yoshi Valley war die einzige Strecke vom N64, glaube ich, die nicht geremaked wurde. Mit Todd's Turnpike. Also, glaube ich zumindest mal. Sind die einzigen Strecken, die jetzt mir vom N64 einfallen, die auf Mario Kart Wii Custom Break of Revolution revolutioniert wurden und dementsprechend schließe ich dann heraus, dass diese Strecken noch nicht da waren als Remake. Obwohl in der Zwischenzeit 6 weitere Mario Karts rauskamen. 7. 5. Ja, klar. Double Dash, DS, Mario Kart 7 und Game Boy. 4? Wirklich? Was war da noch? Mario Kart 7? Achso, Mario Kart Wii natürlich, ja klar. Okay, DS war Luigi Pinball, wurde auch auf dem 3DS remaked. Das sieht hier jetzt nicht so toll aus. Wo ist der Sternsound hin? Ah, da war er. Da war er. Shut up. Just shut up. Okay. 1 Minute. Aha. Mein Rekord ist, glaube ich, irgendwas mit 2:17 auf dem 3DS oder so. Kann sein. Okay. Aber an sich, nette Strecke. Ja, leg mich. Dass die Bowlingkugeln, sag ich schon, dass die Billardkugeln nach rückwärts gehen. Flipperkugeln heißt es doch, mein Gott.
Das ist mir neu. Aber egal. Und da hinter mir irgendwas? Okay. Kettenhunde sind es ja, ehrlich gesagt. Oh ja, nimmt mich halt nochmal in die Bredouille, Alter. Diese Dinger tun einem auch nicht weh, also von dem her. Ja, bisschen schade um die Strecke, denn es gibt eine weit. Also TWD 98, keine Ahnung, wie der das geschafft hat, aber der hat die Strecke 1:1. Das sieht so genial aus, Alter. Also fast 1:1. Diese Billard-Frequenz da am Ende, das kann man halt nicht machen, aber. Das sieht ziemlich geil aus. Vor allem der Start und die Kanone, wo man da durchfliegt. Man sollte auch die Items dorthin setzen, wo wir sind. Habe ich gerade gesehen. Also wie es im Original sind, das ist ziemlich schade. Naja, aber an für sich, ja. Ich will die neuere Version. Woher hat der die? Mein Gott. Na egal. Nach der Strecke haben wir noch GCN. Daisy Cruiser. Auch 3DS-Strecke. Also zwei 3DS-Strecken und zwei 3DS-Strecken und ich kann kein Deutsch mehr, tut mir leid. Naja, an für sich gute Strecke, aber ja, es ist okay. 45 Punkte, das heißt, wir sind mal wieder in Führung. Das kann uns Bowser überhaupt nicht mehr nehmen, denn GCN Daisy Cruiser gar nicht gut. Also das ist eine einfache Strecke. Es ist nicht so schwer, das geht sogar. So, wie gesagt, GCN Daisy Cruiser, wir machen weiter. Letzte Strecke in diesem Cup. Auf geht's. Sieht an für sich schon mal sehr gut aus. Mal sehen, wie es dann in der Umsetzung ist. Eine glitschige Stelle habe ich auf jeden Fall. Und die sollte man auch nicht benutzen. Ansonsten, ja. Möwen gibt's auch natürlich. Jawohl, ne? Bowser, halt doch dein Maul, Alter. Lass mich doch einfach fahren. Ich muss auf die Zeit achten. Habe ich jetzt bei Waluigi Flipper nicht darauf geachtet. Hier, da rechts. Dieses Feld hier. Dieses rote, weiße Feld da. Niemals da reinfahren. Niemals. Niemals. Und die Treppe ist auch ein bisschen buggy. Hey. Buggy. So, jetzt. Die Tische bewegen sich auch nur ganz bisschen. Ich fahre mal hier durch, auch wenn ich rückwärts anscheinend rückwärts fahre. Alles bestens, klappt alles gut. Sieht auch schön aus. Die Treppe hier am Ende ist das Problem. Da habe ich es mal geschafft, übelst den hohen Moonjump zu machen, als ich die Treppe verlassen habe. Das sah ziemlich krass aus. Eine Minute für die Strecke hier kriege ich auf dem 3DS in einer halben Minute rum. Ey, man kann durch die Yacht fahren. Sehr schön. Shut up. Was ist cool, Willi? Was? Aber schon schöne Strecke. Nein, diesmal will ich nicht runterfallen. Das verlangsamt da auch, wenn man keinen Pilz dann bekommt. Okay, dann zeige ich euch in der nächsten und letzten Runde die obere Route. Und versuche jetzt den Moonjump zu machen. Nee, klappt nicht. Also ich hab's geschafft. Vielleicht war das auch mit dem Pilz, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich es geschafft. So, jetzt gehen wir ja richtig ab. Ja, die Treppen, der Treppenabteil hier ist schon ziemlich fehlerhaft, aber egal. Man kann es ja verzeihen, wenn das so gut aussieht. Also ja, die DS-Version kann da ruhig mithalten. Yoshi schafft es irgendwie nicht, hier irgendwas zu fahren, weiß nicht was. Ansonsten, wenn man so eine Runde fährt, ist die Zeit eigentlich ganz angenehm. Das macht eine Banane. Da habt ihr den kleinen Sprung gesehen. Den kann man auch viel höher schaffen, viel höher. Aber ja. Ich kann es halt nicht so gut.
Im nächsten Part geht es dann weiter mit dem im vorherigen Part dann versprochenen Bob-Omb Cup. Part 5. Die Hälfte der Cups, die wir damals gemacht haben, wäre geschafft. Und wir stellen uns gar nicht so schlecht an. Wir sind mal wieder Erster. Und dementsprechend sehen wir uns wieder im nächsten Part. Baby Peach Bowser Junior Letzter. Aha. Okay, bis zum nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann und ciao.